Ich darf ankündigen oder möchtest du ankündigen, den Block berufliche Weiterbildung, eigentlich der zweitgrößte Block in der Sehbehinderung und Blindheit. Wenn wir uns mit der Frage befassen, wer erblindet, dann haben wir die Menschen, die in der ganz frühen Kindheit erblinden, die sind Gegenstand und häufig integriert in die Frühförderung, in die berufsbildenden Spezialschulen und dann in die Berufsbildungswerke. Und dann die später Erblindeten, die sind dann, wenn sie ins erwerbsfähige Alter kommen, Gegenstand der jetzt hier stattfindenden Beratung, nämlich der Berufsförderungs- und Berufsbildungswerke, die sich damit auseinandersetzen, wie kommt der junge Mensch zu einer ordentlichen Ausbildung und der Erwachsene, wie bleibt der im Berufsleben? So, wer macht die Moderation von euch? Ich, vielen lieben Dank, Herr Professor Dr. Schrage, genau. Ja, wir schauen mal, ob noch ein paar Gäste mit dazukommen. In der Zwischenzeit werden meine Kolleginnen verkabelt. Okay, gut. Ich habe das Mikro an, alles gut, genau. Für die Gäste, die jetzt da sind, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Blog Berufsbildungsförderungswerke. Und zwar arbeiten wir in einem Netzwerk für berufliche Teilhabe zusammen. Alle Berufsförderungswerke für Menschen mit Augenerkrankungen, arbeitsmarktnah und auch innovativ. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, dass wir in einer Qualitätsgemeinschaft zusammengekommen sind, um die gesamten Qualitätsstandards im Bereich Blindheit und Sehbehinderung auf einem guten Niveau zu halten. Es sind drei Berufsbildungswerke am Start. Das ist das Berufsbildungswerk in Soest, das Berufsbildungswerk in Stuttgart und das Berufsbildungswerk in Chemnitz. Beginnen wird meine Kollegin aus dem Berufsbildungswerk in Soest, Frau Reis. Frau Reis wird einen Überblick zu pädagogischen Zusatzangeboten für blinde und sehbehinderte Teilnehmende geben. Im Anschluss dann Frau Susanne Mentercheck vom Berufsbildungswerk Stuttgart und ich mache dann den Abschluss des Berufsbildungswerk Chemnitz. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Werde Ihnen jetzt die pädagogischen Zusatzangebote vorstellen, die wir seit 2022 in unserer Einrichtung in den berufsvorbereitenden Maßnahmen, der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme und der blindentechnischen Grundausbildung implementiert haben. Vom Umfang her ist es so, dass diese Zusatzangebote mittwochs nachmittags im Regelfall stattfinden. Und wir seit der Einführung drei unterschiedliche Zwecke damit verbunden haben. Zum einen war von Anfang an der Gedanke, die sozialpädagogischen Themen, die im Bereich der Berufsvorbereitung ohnehin laufend in den Maßnahmen stattfinden, nochmal gezielt aufzugreifen, unter bestimmten Schwerpunkten zu vertiefen und auch projekthaft weiter zu verfolgen im Rahmen dieser Angebote. Dann war auch von Anfang an der Gedanke, wirklich bewusst eine inhaltliche und kontextuelle Zäsur zu schaffen. Also der Maßnahmealltag, der ja sich durch sehr viel Gleichförmigkeit auszeichnet, wirklich nochmal durch einen Settingwechsel, durch einen dozentengestützten Unterrichtswechsel etwas lebhafter zu gestalten und somit den Teilnehmenden auch die Möglichkeit zu geben, da nochmal anders in Erscheinung zu treten, sich selber anders zu erleben und als drittes Ziel auch gruppenübergreifend nochmal mit anderen Teilnehmenden in Kontakt zu kommen, die jetzt nicht in der Maßnahme sind, in der sich die jeweilige Person befindet, sondern beispielsweise gerade im hauswirtschaftlichen Abschnitt der Berufsvorbereitung sind, wenn man selber in der Blindentechnik ist. Das waren so die Ziele, die damit von Anfang an verbunden waren. Führte natürlich auch dazu, dass die Gruppen zum Teil relativ groß waren, was eins der Spagate war, die wir dann nehmen mussten. Das war immer mit Augenmaß, wurde das Ganze gemacht. Also zu welchem Thema bot es sich durchaus an, mal eine größere Gruppe zu nehmen und ein Thema einzuführen, wo es so vielleicht noch nicht so viele Überschneidungen gab. Wann war es mal besser, die Gruppe doch eher kleiner und intensiver zu gestalten? Das war sehr stark themenabhängig. Wir haben von Anfang an mit vielen unterschiedlichen Stellen kooperiert und da unser Netzwerk dahingehend genutzt, nochmal gezielt beispielsweise die Volkshochschule, die ohnehin mit uns schon in Kontakt getreten war für ein Deutsch als Fremdsprache-Angebot,
dann nochmal gezielt auf die anderen Themen, die in der die in der Volkshochschule ja auch ganz präsent sind, aufzugreifen, wie beispielsweise gesunde Ernährung, Gesundheitsförderung, gesund im Beruf im Allgemeinen, Stichwort Rückengesundheit, gerade in den Büroberufen, kann das eigentlich nie zu kurz kommen. Genau. Ein weiteres Beispiel ist das Deutsche Rote Kreuz, was Erste-Hilfe-Kurse im Rahmen eines abgespeckteren Kursangebotes von 4 Zeitstunden in diesem Rahmen angeboten hat. Und die Verbraucherzentrale, die für uns verlässlicher Partner im Bereich der Budgetberatung ist. Also mit dem ersten Einkommen und Auskommen war da ja das Stichwort. Ja, und etwas, was sehr groß angelegt ist, wo wir diverse gemeinsame Aktionen mit durchführen, ist die Stiftung Mutiger. Die ist im Ruhrgebiet sesshaft, genauer in Gelsenkirchen. Die nehmen immer wieder den weiten Weg nach Soest sehr gerne auf, weil das Konzept, was die haben, das konnte äußerst gut fürs Klientel blind-sehbehindert angepasst werden. Die sind sehr stark im Bereich Zivilcourage-Training engagiert. Die Trainer, die dort agieren, sind alle ehrenamtlich tätig und kommen beispielsweise aus dem Bereich Polizei oder waren vorher im öffentlichen Nahverkehr tätig, können also viel aus der Praxis berichten und beleben das Angebot durch viele Fallbeispiele und interaktive Rollenspiele. Und ja, das funktioniert äußerst gut und wächst thematisch auch immer weiter. So. Es waren im Wesentlichen diese 4 Themenschwerpunkte. Zum einen Allgemeinbildung und methodische Kompetenzen wurden beispielsweise angesprochen durch Grundlagenmodule im Bereich politische und finanzielle Bildung, die hauseigen von Ausbildern und Sozialpädagogen angeboten wurden. Themen zu Lerntechniken und Motivationstraining, auch durch unsere sozialpädagogischen Mitarbeitenden. Und wie ich gerade sagte, auch das Thema Erste Hilfe war dort angesiedelt. Im Bereich soziale und persönliche Kompetenzen, selbstverständlich auch ein allgemeines Kompetenztraining, Konfliktmanagement, Kommunikationstraining, also da ist die Range an Inhalten schier unerschöpflich. Das wurde immer wieder aufgegriffen und wird auch immer noch weiter intensivst verfolgt, so wie auch das Thema Zivilcourage, was wir im Weiteren auch noch ergänzen werden durch den Blog Cybermobbing und weitere Themenschwerpunkte zum Thema Anti-Mobbing. Also dem wollen wir im Weiteren noch aktiver auch im Rahmen dieser Angebote begegnen. Ja, im Bereich Gesundheit, Ernährungsberatung ganz allgemein, Mobilisierungs- und Fitnesstraining, wie ich gerade auch gesagt habe, dass die Teilnehmenden im Rahmen dieser Angebote einfache Übungen erlernen, die im Büroalltag dann immer wieder angewandt werden können und letztendlich einfache Hacks, die im Alltag weiter Anwendung finden können. Das große Thema Stressprävention und Entspannung, wurde da auch aktiv mit aufgegriffen und lässt sich hinterher natürlich auch im Maßnahmealltag ein Stück weit wieder implementieren. Wir legen, seit wir die pädagogischen Angebote eingeführt haben, auch großen Wert darauf, dass das, was dort Inhalt war, auch an den restlichen Tagen immer mal wieder mit angewendet wird, indem beispielsweise im Nachmittagsbereich eine smarte Pause gemacht wird, wo dann die Inhalte, die man so vor kennengelernt hat, dann auch noch mal angewandt werden. Weil gerade so die Themen Achtsamkeit, Entspannung, die leben natürlich einfach davon, dass sie auch fortwährend angewandt werden. Was auch sehr groß betrieben wurde im Rahmen der pädagogischen Angebote und auch aktuell fortgeführt wird, sind diverse Aktionen im Netzwerk. Da haben wir 2022 mit dem DBSV ein gemeinsames Filmprojekt durchgeführt. Man ist an uns herangetragen aufgrund des hauswirtschaftlichen Bereiches und wollte sehr gerne ein Mutmach-Video mit uns gemeinsam kreieren, wo Teilnehmende ihre Kniffe und Tricks aus dem LPF-Unterricht angewandt und gezeigt haben. Und das ist selbstverständlich vorbereitet worden und von den Teilnehmenden dann auch nachbereitet worden. Also es hatte auch einen projekthaften Charakter in dem Sinne.
und hat das Ganze auch weiter belebt. Also das war wirklich so eine eigene Gruppe, die sich dazu in der Lage gesehen hat, auch vor die Kamera zu treten, durchaus was zu zeigen. Und dann wurde auch ein kleiner Spot gedreht, wo die Person sich vorgestellt hat. Und ja, da war die Beteiligung auch sehr groß. Und das war auch ja, ein sehr vielseitiges Projekt, was da stattgefunden hat. Ne? Ja, im Rahmen des Sportfestes gehen wir, seit wir die pädagogischen Angebote eingeführt haben, auch immer so vor, dass die Teilnehmenden da auch sich aktiv zu melden können. Sie wollen am Sportfest partizipieren und mitplanen, möchten Teil des Planungsteams sein und erproben sich da in den Fertigkeiten, Projektmanagement und ja, was alles da dran hängt, Terminkoordination, innerathletische Ausarbeitung, Bereich Marketing, da werden dann eigene Flyer erstellt und so weiter, alles unter Anleitung der Ausbilder, aber der Input, das ist unser Anspruch, der kommt aus der Teilnehmerschaft selber und das, was passiert, egal oder beinahe egal, wie groß der Aufwand ist, das versuchen wir dann auch genauso umzusetzen, um entsprechend in der Teilnehmerschaft auch ja, das Interesse daran zu wecken, selber aktiv zu werden und die eigenen Stärken dann auch entsprechend zu erkennen und auszufeilen. Ne? Also immer wieder Erfahrungsräume zu schaffen, wo die Teilnehmenden sich unter einem bestimmten Fokus weiterentwickeln. Ja, methodisch sind und waren die Angebote sehr, sehr vielseitig aufgebaut. Wie ich gerade schon gesagt habe, bei einigen Themen, die für manch einen jetzt nicht so eine hohe Anschlussfähigkeit hatten, stand natürlich am Anfang erstmal die Themenexploration durch eine Präsentation, in dem einfach erstmal der Input gegeben wurde, worüber sprechen wir heute, was ist das Ziel des Nachmittages. Und dann sollte immer wieder auch die lebensweltliche Erfahrung der Teilnehmenden mit reingenommen werden und das Ganze in Abgleich gebracht werden durch das Format Gruppendiskussion, aktiver Erfahrungsaustausch in den Angeboten. Und es sollte von Anfang an sehr interaktiv sein, wie gesagt, gruppenübergreifend, dass auch gemeinsam praktische Übungen zu dem Thema gemacht werden in Form von Rollenspielen. Ne, bei der Stiftung Mutiger ist das immer das Zentrale und das, was wirklich auch zieht bei den jungen Leuten, dass da ja, Erfahrungen gemacht werden in Form dieser Rollenspiele, die durchgeführt werden, wo beispielsweise die Situation simuliert wird, ich befinde mich im öffentlichen Raum und werde von jemandem blöd angemacht. Wie gehe ich damit um? Ne? Wie kann ich der Person beistehen, die davon betroffen ist? Wie kann ich mich selber davor schützen, wenn ich das wahrnehme? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ne? Was hängt da alles dran und warum ist es vielleicht auch so schwierig, genau in dem Moment aktiv zu werden? Warum nehmen sich Menschen da zurück? Das gemeinsam zu durchdenken und daran zu wachsen. Genau. Selbstverständlich fand auch in den Angeboten, so wie es sich anbot, das war natürlich eher so im Bereich allgemeines Training der Allgemeinbildung, Förderung der Informationsgewinnung erstmal in Form, dass Texte gelesen werden und entsprechend ja, da nochmal zu einem bestimmten Thema, was jetzt noch nicht so sehr im Fokus stand, auch einen Ansatz für sich zu finden. Genau. Wir haben hier diverse Neuerungen auch eingeführt in Form von Gamification, dass durch Wissensquizzes da auch nochmal Anreize geschaffen wurden, sich mit bestimmten Themen neu zu beschäftigen, sich darauf einzulassen und das Ganze einfach vielseitig zu gestalten. Miteinander und voneinander lernen war das große Motto und Ziel dieser Angebote und das zieht sich letztendlich durch alles, was dort stattfindet, so durch. So, ich habe Ihnen jetzt abschließend noch ein paar plastische Eindrücke dazu mitgebracht. Einmal sind hier abgebildet Aufnahmen von den Mutiger-Trainings. Ne? Die kommen immer mit zwei Personen, die ein Training durchführen und führen dann durch den Kurs. Und abschließend wird immer ein gemeinsames Foto gemacht mit allen, die daran teilgenommen haben. Sie sehen, dass da ein Banner hochgehalten wird von der Postcode-Lotterie. Das ist der Förderer dahinter. Ne? Das wird einfach über diese Stiftung durch die Postcode-Lotterie maßgeblich unterstützt, dass das stattfinden kann. Und Sie sehen,
In der Mitte oben zum Beispiel, das ist aus solch einer Szene, wo ein Rollenspiel stattfindet. Da geht es darum, dass die Person, die jetzt der Trainerin gegenübersteht, wahrnehmen kann, ab wo ist es mir zu nah, dass mir jemand kommt. Ne? Und wie gehe ich damit um, wenn mir jemand so nahe kommt? Ne? Also wie reagiere ich wirksam, dass die Person auch von mir ablässt? Ne? Ja, und im unteren Teil ist einmal ein Gruppenbild. Nach unserem Sportfest letztes Jahr, da haben sich die Teilnehmenden überlegt, im Rahmen der Projektarbeit, dass das, was wir an dem Sportfest einnehmen, wir hatten einen Glücksradstand, wo wir wirklich einen betrachtlichen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, ich glaube über 300 Euro eingesammelt haben und weil es gerade akut war, na klar, in Richtung Ukraine gespendet haben. Ne? Das ist aus der Teilnehmerschaft so entstanden. Und daneben sind noch zwei Bilder von Stationen, die stattgefunden haben, die von den Teilnehmenden entwickelt wurden. Einmal ein Tauziehen und einmal aus unserer Übungsfirma, genau, diverse Produkte, die wir dort bekommen, im Bereich Balance-Spiele, die ausgetestet wurden, also unterschiedliche sportliche Dinge. Genau. Und hier noch ein paar plastische Eindrücke von dem besagten Filmprojekt, was aufgenommen wurde. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Sie sehen das. Und die Kollegen, die es durchgeführt haben vom DBSV, kamen mit äußerst professioneller Equipment. Und das war für die Teilnehmer natürlich auch äußerst spannend, mal in der Rolle zu sein, als Schauspieler, ja, in so einem Film mitzuwirken und da nochmal die Facetten zu zeigen, was man in den letzten Monaten im LPF-Bereich gelernt hat und gerne weitergeben möchte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wäre an der Stelle am Ende. Vielen lieben Dank, Frau Reis. Ich gucke mal hier, ob noch Fragen gegebenenfalls zur Thematik kommen. Ist online irgendwas gekommen? Bisher nicht. Ist keine Frage eingegangen. Okay, dann vielen lieben Dank für den Vortrag. Sehr spannend, sehr interessant. Gerne.